Hallo und herzlich willkommen. Und es gibt ein neues Spiel, ist gerade erst auf den Markt gekommen. Wir spielen mal wieder am Tablet. Und zwar spielen wir in dem Fall jetzt Angry Birds Epic. Ein RPG aus der Welt von den kleinen, ja, irgendwie verrückten Vögeln. Es wird jetzt auch ein bisschen dauern. Es ist jetzt, wie gesagt, gerade rausgekommen. Wir werden sie leveln können. Wir werden sie ausrüsten können mit verschiedenen Gegenständen. Es wird ein typisch klassisches RPG. Allerdings, so wie ich gehört habe, ohne einen freien Gang. Das heißt, man wird einen vorgegebenen Weg wird man gehen müssen. Ähnliches, vielleicht kleinere Abzweigungen. Und es soll wieder sehr, sehr, sehr stark auf In-App-Käufe abgestimmt sein. Zum Teil sind die Stimmen in Kommentaren so weit, dass es sogar heißt, man kommt gar nicht weiter, wenn man nicht irgendwas Spezielles kauft. Wir schauen uns das einfach mal an. Ich werde jeden Tag dazu einfach jetzt ein Level halt eben bringen und werde versuchen, das Ganze mit 3 Sternen abzuschließen. Das ist mal die Geschichte. Also, es soll wieder um Eier gehen und wieder mal werden nicht Prinzessin Peach, sondern es werden die Eier geklaut. Oh je, und ich hoffe nicht, dass die ganze Zeit diese riesengroßen Ladevorgänge kommen. Naja, aber das sehen wir jetzt gleich. Rovio präsentiert Angry Birds Epic. Sehr schön. Gut, lassen wir jetzt endlich mal spielen. Okay. Na, das mag ich bei den alten Unterschied. Sieht zwar alles sehr, sehr stark wieder nach Flash aus, aber... Okay. Gut, wir haben verstanden. Gut, wir kriegen alles schön. Das heißt, die erste Runde wird jetzt auch gleich das direkte Tutorial. Wir tippen drauf und landen wieder im Ladevorgang. Oh mein Gott. Ja. Gut, was müssen wir machen? Also einfach draufziehen, angreifen, erledigt, passt. Dafür gibt's 3 Sterne. Ja klar, so viel haben wir jetzt nicht gemacht. Gut, das war die erste Runde und ja, morgen gibt's dann den nächsten Teil. Beziehungsweise wenn ihr es dann schon später anschaut, könnt ihr es dann auch direkt in der Playlist sehen. Danke euch vielmals fürs Zuschauen und ja. Wir sind gespannt auf den nächsten Teil vom Tutorial. Ich weiß, Tutorial ist langweilig, aber vielleicht können wir es jetzt schnell überspringen. Ciao, ciao, bis morgen.